The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Elemente schmelzen vor Hitze. Es wird aber des Herrentag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel vergehen mit großen Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Am Tag des Herrn, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, wird Gott in seinem Zorn Blitze vom Himmel senden, die sich mit dem Feuer aus dem Erdinneren verbinden werden. Die Berge werden brennen wie ein Ofen und furchtbare Lavaströme ausstoßen, die Gärten und Felder, Dörfer und Städte vernichten. Und während sie geschmolzenes Erz, Gestein und heißen Schlamm in die Flüsse gießen, wird das Wasser sieden wie im Kochtopf. Große Felsblöcke werden herumgesteuert und ihre Bruchstücke mit unbeschreiblicher Gewalt überall im Land verstreut werden. Flüsse werden vollständig austrocknen. Die Erde wird krampfhaft zucken. Überall gibt es furchtbare Ausbrüche und Beben. Gott wird die bösen Bewohner der Erde plagen, bis sie vernichtet sind. Wie ein Betrunkener wird die Erde hin und her schwanken und weggerückt werden, wie eine Hütte weggeschafft wird. Die Elemente werden in Flammen stehen und der Himmel wird wie eine Buchrolle zusammengerollt. Die Erdkruste wird durch die Ausbrüche der Elemente gesprengt werden, die im Erdinneren verborgen sind. Diese Elemente werden, sobald sie freigesetzt sind, die Reichtümer derer hinwegschwemmen, die jahrelang ihren Besitz vergrößert haben, indem sie von ihren Angestellten große Besitztümer zu Spottpreisen erwarben. Der große Weltenbrand steht uns unmittelbar bevor, in dem all die vergebliche Lebensarbeit in einer Nacht und einem Tag weggefegt werden wird. Es werden viele Menschen umkommen. Doch wie Noah in den Tagen der großen Flut in der Arche bewahrt wurde, die Gott für ihn vorbereitet hatte, so wird auch in diesen Tagen der Zerstörung und der Katastrophen Gott die Zuflucht seiner Gläubigen sein. Durch den Psalmisten sagt er: Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Wollen wir nicht den Herrn zu unserer Sicherheit und Schutzwehr machen? Wir sollten uns für die Wohnungen fertig machen, die zu bereiten Christus hingegangen ist für alle, die ihn lieben. Dort gibt es Ruhe von den irdischen Kämpfen. The Lord is coming. Are you ready?